Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht im letzten Video mitbekommen habt, ist der BMW weg und ein neues Auto musste kommen. Dieses Auto ist jetzt ja unser Mountainbike-Van und den stellen wir euch heute vor. Ganz wichtig ist einfach vorher mal zu sagen, wir wollten ein Auto haben, wo wir nicht so viel umbauen müssen, weil ich ehrlich gesagt einfach keine Zeit dafür habe und auch nicht das Know-how. Es würde vielleicht Bock machen, sowas zu lernen, allerdings ist einfach Zeit Mangelware und deswegen brauchten wir ein Auto, was eigentlich schon fast ready ist, um auf Bike-Trips zu gehen. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das gute Stück schon. Es ist ein Ford Transit Custom geworden von Detlefs ausgebaut. Das Basisfahrzeug hat 130 PS und ist ein 2 Liter Diesel, also hat auf jeden Fall auch ein bisschen Reichweite und vor allem auch das nötige Drehmoment, um mal irgendwie vom Fleck zu kommen. Das finde ich immer ganz wichtig. Wie ihr seht, das Ganze ist von der Marke Detlefs ausgebaut und ein L1 Kategorie Fahrzeug. Das heißt nicht ganz so lang, allerdings über 2 Meter hoch, was das Ganze ein bisschen problematisch macht mit Tiefgaragen. Da komme ich in Zukunft also nicht mehr so gut rein. Allerdings auf fast jeden normalen Parkplatz kommt das Auto eigentlich drauf. Wir gehen mal eine Runde und ich zeige euch einfach mal so ein bisschen alles drumherum. Was ich ein bisschen schade finde bei dem Van ist, dass es nur auf einer Seite eine Schiebetür hat, aber naja, damit kann ich leben. Wir haben hinten den Kofferraum und eine Anhängerkupplung verbaut natürlich. Das Ganze hat ein Aufstelldach, sodass wir einmal innen und oben sozusagen schlafen können. Einmal im Auto selber, wenn es halt wirklich, wirklich kalt ist und halt oben auch am Aufstelldach. Dann haben die Bikes unten Platz. Als Backup werden wir uns trotzdem noch einen Fahrradträger besorgen, weil wenn man jetzt schon mal eine Anhängerkupplung hat, dann brauche ich auf jeden Fall auch so einen Fahrradträger. Von der anderen Seite sieht es genauso aus. Da gehen wir jetzt aber nicht hin, weil es super matschig ist. Einmal möchte ich euch aber das ganze Fahrzeug noch von vorne zeigen, weil ich finde, also der neue Transit bzw. Tourneo, den finde ich persönlich gar nicht so schön. Den neuen, der ist jetzt vor ein paar Wochen irgendwie rausgekommen auf so ein paar Messen und den finde ich ehrlich gesagt gar nicht so super schön. Ich finde, die Scheinwerfer sind mega schön geworden, LED-Scheinwerfer, wir haben Kurvenlicht und so weiter und so fort. Kühlergrill, den man ändern kann zu was ganz Bestimmten und das zeige ich euch aber in weiteren Videos, weil am Ende möchte ich euch noch sagen, was ich an dem Auto anpassen möchte. Low Budget, alles Mögliche, aber dazu mehr am Ende. Jetzt aber genug um das Außengequatsche und was das für ein Fahrzeug ist. Ich denke, am meisten interessiert euch, wie das Ganze innen funktioniert und wie man da pennen kann, die Bikes transportieren kann und so weiter und so fort. Also gehen wir mal rein. Hier ist die besagte Seitentür und man kann reingehen. Wir haben hier verschiedene Staufächer, wo man einfach Sachen transportieren kann und so weiter und so fort. Oder auch einfach nur als Sitzgruppe. Die Sitze sind natürlich auch drehbar, sodass man wirklich eine richtige Sitzgruppe hat. Die Bank lässt sich super leicht mit so ein paar Clips hier unten einfach vor und zurück bewegen, sodass man das Ganze nach vorne schieben kann. Und dann passt tatsächlich auch in den Innenraum ein ganzes Bike ins Auto und das finde ich schon super, super chillig. Allerdings, ihr kennt das ja vielleicht selber, wenn ihr ein neues Auto habt, dann will man das nicht so versauen, deswegen will ich auf jeden Fall irgendwie einen Fahrradträger haben. Wir gehen mal weiter nach hinten zum Kofferraum. Guckt nicht nach hier unten, da ist gerade unser Kamera-Equipment und so weiter drin. Das hier ist die Rückbank praktisch. Wenn man das Ganze nach vorne schiebt und umlegt, hat man Liegefläche. Das zeige ich euch natürlich gleich auch mal. Hier an der Seite haben wir noch einen Campingtisch drin, den werdet ihr bestimmt mal sehen, wenn wir mit dem Ding hier unterwegs sind. Ja, hier haben wir die Kochplatte drin. Ich bin immer so ein bisschen unbeholfen damit, weil meine Finger zu dick sind. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann hier ausklappen und schon haben wir ein Kochfeld. Das Gute an dem Ganzen ist, weil das schon ein Kochfeld hat und Schlafmöglichkeiten und so weiter, da gibt es so ein paar Regeln, ab wann man eine Wohnmobilzulassung bekommt. Und das Auto hatte tatsächlich schon eine Wohnmobilzulassung vom Vorbesitzer, was das Ganze natürlich super praktisch für die Anmeldung gemacht hat, weil da hatte ich gar keinen Stress mehr. Weil man kann tatsächlich ein bisschen Geld sparen in Steuer und Versicherung mit einer Wohnmobilzulassung. Dann haben wir hier eine Außendusche verbaut. Leider nur kalt, aber das ist ja kein Problem. Ich gehe ja Eisbaden. Das Ganze steckt ihr einfach hier ein.
dann schaltet ihr es an und so weiter und sich einfach ganz normal duschen. Wie oft man das nutzt, ich denke einfach nur, wenn man nicht auf dem Campingplatz ist, der keine Dusche hat. Ich finde, im Sommer wird das wahrscheinlich gar kein Thema sein, weil ihr kennt das selber, wenn ihr im Bikepark unterwegs seid und dass die Flasche Wasser nicht in der Kühlbox liegt, sondern einfach so im Auto, ist das schon ordentlich warm. Und ich denke, genauso warm wird das Wasser hier drin werden. Hier haben wir einen 16 Liter Wassertank drin. Dann ist jetzt langweilig, brauche ich euch nicht zeigen. Da ist auch noch ein bisschen Stauraum, aber sonst nichts Besonderes. Hier unter der Polsterung habt ihr dann noch das extra Fach für die Gasflasche und noch ein kleines Fach für Elektronik und ein bisschen Stauraum, so dass das Gas wirklich auch nur fürs Kochen benutzt wird. Das heißt, da passt eine relativ große Gasflasche rein. Ich gehe davon aus, dass die ewig lange halten wird. So, bevor wir jetzt reingehen und ihr drin mich nicht sehen könnt, überall verteilt um das Auto sind solche kleinen Lichtschalter. Ja, wir gehen mal rein und dann zeige ich euch das Auto mal von innen. So, ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie die Liegefläche drinnen aussieht. Dazu müssen wir einmal hier die Sicherungen lösen und das Ganze nach vorne ziehen. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Länge hier. Dann zieht man einfach diese Dinger hier hoch, diese Schlaufen, und klappt das Ganze um. Jetzt hat das natürlich noch nicht ganz gereicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne. Dann können wir die wieder festmachen. Das sparen wir uns jetzt einmal. Aber wie ihr seht, man hat extrem große Liegefläche. Also ich habe jetzt noch meine Füße hier drunter, weil die Schuhe dreckig sind. Aber man hat super viel Platz zum Schlafen. Theoretisch kann man so schon drauf schlafen. Es gibt allerdings noch so Topper. Und ich bin der Meinung, so ein Topper ist auf jeden Fall keine schlechte Sache, um das Ganze noch so ein bisschen schöner zu machen. Und ich glaube, da hat man auch noch mal auf jeden Fall einen verbesserten Liegekomfort. Was ich einfach nur zeigen wollte, ist, wie krass einfach es ist, diese Bank umzulegen. Das ist echt kein großer Akt. Und dann zieht ihr die gleich mit der gleichen Taktik wieder zurück. So, schiebt, wenn ihr keinen Bock mehr habt, die Bank wieder nach hinten, rastet die wieder ein. Und fertig. Ich glaube, mit ein bisschen Übung klappt das Ganze sogar noch besser. Allerdings finde ich, das geht schon ganz gut klar. Ist nicht so anstrengend. Hier haben wir dann drin das Bedienelement für die Standheizung, den Strom. Hier haben wir versteckt USB, USB-C. Dann das Bedienelement für Strom. Man hat natürlich auch für außen eine Steckdose, wo man dann außen Strom anschließen kann. Ansonsten ist hier halt die Aufbaubatterie drin, die sich beim Fahren auflädt und dann Strom liefert. Hier eine richtige Steckdose noch, 230 Volt. Die funktioniert allerdings nur, wenn Außenstrom angeschlossen ist. Alles andere läuft auch so, das heißt USB, man kann ein bisschen was aufladen und so weiter und so fort. Allerdings volle Lotte Power hat man nur, wenn Außenstrom verfügbar ist. So, jetzt kommen wir zum Aufstelldach. Ich bin selber gespannt, weil ich habe es noch nie aufgemacht. Wir machen das jetzt das erste Mal gemeinsam auf. So Leute, ich bin super gespannt. Wir haben auch einmal den Sitz hier gedreht. Keine Angst, ich verstaue das jetzt gleich hier. So. Und dann bin ich nämlich selber super gespannt, wie das Ganze funktioniert und ob wir das Ganze auch wieder gut eingeklappt bekommen. Also wahrscheinlich muss man das einfach flip. Okay, das war einfach. Das war sehr einfach. So einfach ist das gesichert, das ist ja echt irgendwie ein bisschen gruselig. Jetzt glaube ich, klappt man es einfach so auf. Ja, jetzt steigt das hoch. Jetzt hätte man theoretisch noch Stehhöhe. Hier haben wir Stehhöhe, Leute, im Auto jetzt. Das ist schon richtig, richtig cool. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal hochgehen und gucken uns das Ganze mal an. Hier oben hat man jetzt noch mal Leuchten. Hier, ne? Mit Touch. Und noch mal USB-Steckplätze, um das Handy am Nachttisch zu laden sozusagen. Also ich finde das schon ganz gemütlich. Man hat halt hier jetzt die Fenster, die kann man öffnen, dann hat man auch Licht. Das hier ist zum Beispiel jetzt, weil es ein bisschen geregnet hat, mache ich das jetzt nicht auf, aber das hier ist mit Fliegengitter, sodass man sozusagen
die ganze Zeit auch fast im Freien liegen könnte. Hier ist auch ein Fliegengitter dran und irgendeins ist, ist nicht mit Fliegengitter. Das hier. Das hier kann man die ganze Zeit auflassen, weil es einfach so ein, ja, so ein Plastik-Zelt-Ding ist. Ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Schwenk nach oben und ich lege mich oben rein. Dann seht ihr auch so ungefähr die Größe. 1,79 bin ich groß übrigens. Stehhöhe ist auf jeden Fall hier um einiges noch höher. So. Ich hoffe, ich mache das überhaupt alles richtig, Leute. Ja, hier hochkommen ist natürlich jetzt so ein bisschen Kletterei. Ich bin gespannt, wie die Michi das macht. Das heißt, man darf nicht auf diese Armlehnen kommen, das habe ich schon gecheckt. Und hier das Fenster auf, dann haben wir ein bisschen Tageslicht. Ja, so sieht das Ganze dann von oben aus. Hier ist der Ausblick nach draußen. Und hier kann man dann liegen. Wenn ich mich jetzt lang hinlege, man legt, glaube ich, mit dem Kopf, schätzungsweise hier, dann kann ich komplett ausgestreckt liegen. Natürlich wieder zwei verschiedenfarbige Socken am Start, so muss das sein. Also ohne Probleme kann man hier ganz entspannt liegen, auch mit, ich schätze, 1,80 dürfte locker reichen. Ja, sitzen geht nur natürlich im vorderen Bereich. Aber die Matratze ist super bequem. Also hier brauche ich, glaube ich, zusätzlich nicht mal irgendwie einen Topper oder sowas noch. Ja, wir gehen mal wieder runter und dann zeige ich euch, beziehungsweise sage ich euch, was ich noch grob am Auto in Zukunft verändern möchte. Ja, wir bauen so langsam mal ab. Also für mich ist das natürlich als ehemaliger Breaker gar kein Stress. So mit Touch mache ich das Ding hier aus. Die geht natürlich immer wieder an. Das finde ich richtig cool. Wir waren erst ja interessiert an dem Citroën Space Tourer Ausbau von Pössl, Vanstar heißt der. Und der hätte viel weniger Ausstattung gehabt. Und jetzt haben wir den gefunden, gebraucht halt günstiger als der Vanstar. Weil ich glaube einfach, weil halt der neue Transit kommt und der alte halt einfach ja jetzt das Auslaufmodell ist. Aber da ich den alten schöner finde, habe ich damit gar keinen Stress. So. Ich bin mega happy über das Auto. Ich freue mich richtig auf diese Saison, was wir alles erleben werden. Und auch abgesehen vom Mountainbiken, wo uns so ein Auto hinbringen wird. Das heißt, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Auf den nächsten Biketrips nehmen wir euch natürlich mit. Dann zeigen wir euch auch mal, wie das aussieht mit verladenen Rädern. Und es gibt so ein paar Low-Budget-Sachen, die ich auf jeden Fall ändern möchte. Das sind schon mal drei Dinge. Punkt Nummer eins. Diese Sticker hier. Und da steht Deadlifts draus. Das finde ich halt wirklich gar nicht schön. Die müssen auf jeden Fall runter. Dann gibt es einen Kühlergrill vom Ford Raptor. Der sieht ein bisschen böser aus. Den finde ich auch ganz geil. Der kostet nur 200 Euro. Wenn einer von euch den gebraucht rumfliegen hat, ich würde den abkaufen, Leute, wenn der noch gut in Schuss ist. Und ich hätte super gerne schwarze Felgen. Eventuell werde ich diese Felgen hier einfach lackieren. Allerdings habe ich keinen zweiten Satz Reifen. Und solange der Winter nicht einbricht, werde ich wohl wahrscheinlich diese Räder bis nächsten Winter fahren, bevor ich mir Felgen hole, beziehungsweise Stahlfelgen, das Ding einmal auf Winterreifen stelle. Bei Ganzjahresreifen ist eigentlich eine vernünftige Lösung für so ein Auto, aber ich bin immer von diesen Fahrverhalten und den Fahrleistungen von so Ganzjahresreifen nie so happy. Wenn ihr da eine krasse Empfehlung habt in der Community für so ein Auto, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Wäre ich dankbar für Tipps und auch allgemein, wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu dem Auto. Ich bin ja echt kompletter Neuling. Freue ich mich einfach riesig, wenn ihr mir so ein paar Tipps schreibt. Leute, wir sehen uns in den nächsten Videos und ich freue mich auf die Zeit mit euch in diesem Van. Mit Michi natürlich auch, aber ich nehme euch ja mit in den Van, so auf die Touren. Und ja, das wird eine coole Zeit. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Ciao, ciao.